Hallihallo, wie ihr sehen könnt, wir sind in Sedona. Wir sind vorher den Greek Canyon gefahren, richtig schönes Ding, und wir wollen heute hier in Sedona eine Wanderung machen. Wir haben es natürlich geschafft, das Wochenende ist. Es ist sehr viel los. Mal sehen, wie viel dann auf den Wanderwegen los ist und was wir dann wirklich laufen werden. Da wollen wir 25 PSI, das sind ungefähr 1,7 Bar. Das ist für das hier super. Nach der kleinen Offroad-Einlage haben wir hier einen Parkplatz gefunden, gefrühstückt und stehen jetzt hier am Anfang des Trails. Wir laufen jetzt zur Devil Bridge. Es soll dort jede Menge los sein. Es ist aber ein Highlight hier in der ganzen Region. Wir wollen es uns auf jeden Fall mal angucken und nehmen die Leute halt in Kauf und freuen uns drauf. So ist es. Wir haben den Aufstieg zur Devil Bridge gut geschafft und ja, wie erwartet, es ist Wochenende und hier ist ordentlich was los. Wir sind wieder zurück am Auto. Es war eine schöne Runde zur Devil's Bridge. Es ist eine tolle Aussicht und auf dem Weg dahin viele tolle Aussichten. Es hat richtig Spaß gemacht. So viel los war gar nicht, wie uns vorher gesagt wurde. Und wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Und weiter geht's. Arizona mit den roten Steinen. Es bietet immer wieder mit den Tälern und den Bergen einen unglaublich schönen Ausblick. Echt richtig schön. Ja, es ist mittags, ist ein bisschen warm, aber wir wollen dennoch noch einen Trail laufen hier. Den Skywalker wollen wir laufen und dann nehmen wir euch mit. Wir haben den Skywalker beendet. Wie erwartet, schöne Aussichten. Es ist halt extrem warm, extrem sonnig. Wir sind froh, dass wir wieder im Auto sind. Knapp 40.000 Kilometer haben unsere Cooper gehalten und heute sind wir hier beim Reifenhändler und es gibt neue Reifen für den Toyota. Das Ganze hat jetzt hier ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert.
Die haben einen super Job gemacht. Die Reifen, die gefallen uns sehr, sehr, sehr gut. Den Ersatzreifen haben wir jetzt auch runtergeschmissen und haben da noch einen alten großen drauf gemacht. Und ja, bis jetzt sind wir erstmal super glücklich mit dem Ergebnis hier. Wir haben die Gegend von Sedona verlassen und sind hier im Walnut National Monument. Hier darf man auch mit der Nationalparkkarte rein und hier wollen wir uns mal den Walnut Canyon anschauen. Der Rim Trail soll es sein. Hier eine kurze Geschichte. 1,1 Kilometer. Schauen wir uns an. Kommt mit. Wir haben uns entschieden, weil es hier so wunderschön ist, noch den Island Trail zu machen. Das sind 273 Stufen und da geht es ein Stück in Canyon runter. Da sieht man auch so ein bisschen die Höhlen, wie die Indianer hier so gehaust haben. Interessante Geschichte. Wir haben den Trail beendet, 273 Stufen runter und wieder rauf. Wir sind hier auf Grundhöhe schon auf 2000 Meter. Man kommt ganz bisschen ins Schnaufen, aber es war wunderschön. War schön gemacht der Weg, ja. Man konnte ein bisschen alte Wohnstätten sehen und hat eine tolle Aussicht. Ja. Der Stopp hat sich gelohnt. Wirklich super, zu empfehlen. Heute im Purified Forest National Park. Hier liegen überall schon versteinerte Bäume rum und es ist jetzt schon, sieht toll aus. Ich bin gespannt, was wir entdecken. Wir gehen jetzt ins Visitor Center und schauen uns mal um. Für den Anfang laufen wir den Giant Locks Trail. Es sind nur 600 Meter, aber für den ersten Eindruck vielleicht ganz gut. Unser nächster kleiner Rundweg ist der Crystal Forest und hier gibt es natürlich auch versteinerte Wälder zu sehen. Wahnsinn.
unser nächster kleiner Stopp, die Agate Bridge. Da soll ein versteinerter Baum mit 34 Meter eine Schlucht überspannen. Schauen wir uns an. Die nächste Sehenswürdigkeit hier im Park findet im Auto statt. Wir fahren die Runde in den Blue Mesas. Wir haben uns entschieden, hier im Blue Mesa doch eine kleine Wanderung zu machen. Wie ihr wahrscheinlich hören könnt, der Wind pfeift. Und das ist sehr angenehm, weil sonst, glaube ich, wäre es extrem warm. Und es ist echt beeindruckend, man kann hier fast 200 Kilometer weit gucken. Das ist Wahnsinn. Wir waren gerade im Visitor Center und haben uns da Plan und Informationen geholt. Jetzt ist es leider so, alle freie Hikes sind gesperrt. Wir müssten mit dem Guide gehen und das wollen wir nicht machen. Aber es gibt auf jeden Fall die Fahrstrecke, wo offen ist, mit den Overlooks, mit den Ausblicken. Da werden wir uns mit dem begnügen. Wir fangen an bei den Spider Rocks Overlook und wir können noch ein paar Meter laufen für die richtige Aussicht.